Hi Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Wir haben jetzt im Master Rank 6 zumindest, bis wir das Master Rank Cap von 70 erreichen, die normalen Städtenquests auch erledigt, die Anomalie-Quest erledigt. Das heißt, wir haben jetzt noch Begleiter-Quests offen. Zwei Magna-Malos. Ich meine, da hätten sie auch einen draus machen können, ne? Mit doppeltem Lebenspool. Es wäre irgendwie egal gewesen. Egal, wir müssen jetzt begleitet jagen. Das ist nach, für mein Gefühl her, ein bisschen relaxter, wenn man nochmal einen weiteren Kämpfer dabei hat. Auch ein bisschen kürzer meistens. Schauen wir mal, dass wir das auch nochmal fix durchkriegen hier, die Begleiter-Quest. Wer auch immer uns jetzt hier begleitet, Vogen anscheinend. Heißes Katzenklo, zwei wütende Kätzchen sorgen in den Lavahöhlen für Durcheinander. Als Frischling hast du die nötige Beweglichkeit, um da unbeschadet wieder rauszukommen. Also leg los, Vogen der Älteste. Ja, ich hoffe mal, er begleitet uns auch. Genau, da ist er auch, der Vogel. Vogel hat, glaube ich, auch ein Langschwert, ne? Sind auch schon direkt beide da, beide Malzenos. Habe ich gerade Malzenos gesagt, Magna Malos. Dann sollten wir nur gucken, dass wir zuerst den einen zu Brei schlagen und dann den anderen. Und uns da nicht großartig durcheinander bringen lassen. So, wir haben Doppelvogelbuff. Das ist schon mal nett, dass jedes Vögelchen hier doppelt was bringt. Das verkürzt die Sammelphase ein bisschen. Zack, zack, zack. Schön viele Vögelchen am Start. So, dann gehen wir hier hin. Gönnen uns hier noch unseren Drink. Und nochmal das Sammeldingen hier. Zack. Und dann würde ich sagen, nähern wir uns langsam dem ersten Magna Malo an. So, ich glaube, wir müssen hier links runter, ne? Für den ersten Kollegen. Lag hier nicht noch irgendwo? Oh, ich wollte doch gerade sagen, irgendwo hier lag doch noch was Interessantes. Ja, ist schon witzig, ne? Dass man sich die Stellen dann doch irgendwann mal merken kann. Zumindest die, wo man ab und zu mal vorbeikommt. Hello, Kätzchen! So, mal gucken, wie aggro er direkt ist. Den letzten, den wir bekämpft haben, der war ja Dauer-Aggro, der war in der Arena gewesen. Der kam ja gar nicht mehr aus seiner Lila-Phase raus. Für ihn war ja Lila-Phase quasi Standardphase. So. Unsere Waffe ist rot. Wenn wir jetzt nicht sterben, würde ich gleich mal probieren, ihn hier auch irgendwo vor die Wand zu ziehen. Okay, ich glaube, er ist reitbar vom anderen Magna Malo. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, welcher jetzt wirklich gerade derjenige ist, den wir gerade bekämpfen. Ich würde sagen, boah, guckt euch mal die großen Unterschiede an. Es ist so krass, der hier ist mega fett und der andere ist mega klein. Ich wollte eigentlich gegen diesen anderen Magna Malo rennen zum Umsteigen, aber ich glaube, ich habe ihn, glaube ich, komplett ins Liegen gezwungen und dann kann man, glaube ich, nicht umsteigen. Das war einmal zu viel gerempelt. Fuck! So war es nicht gedacht gewesen. Naja, jetzt würde ich... Aua. Okay, der andere ist verschwunden. Das hat... Nee, der andere ist nicht verschwunden. Der steht hier neben uns. Ich habe irgendwie... null gesehen, dass hier irgendwelche... echt irgendwelche Explosionswolken neben uns waren. Komm, ey. Wo schießt du dich überall hin? Oh. Ich brauch doch mal erstmal eine Heilung, bevor ich weiter versuche, hier irgendwen vor irgendeine Wand zu ziehen.
Aber ich glaube, er rennt auch erstmal weg. Okay. Scheiße. Das lief ja schon wieder alles eher so semi-optimal. Vor allen Dingen, dass wir bekämpfen die Magna Malus gegenseitig mit sich selbst. Naja. Dann machen wir es halt auf die herkömmliche Art und Weise. Ja. Die Magna Malo-Explosion hat mich auch nochmal kurz abgeworfen. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wo wir ihn hier vorgezogen kriegen. Vor so eine Säule hier oder so, vielleicht. Klar, bist du mega schnell mit deinem Gebrülle. Okay, die Säule, wo wir ihn eventuell hätten vorziehen wollen, ist weg. Aber ich kriege auch meine Waffe nicht rot gerade. Warum sind die Viecher einfach alle mega aggro? Ne, vor allen Dingen, es sind nicht alle, ne? Es ist vor allen Dingen er, der einfach nur noch aggro ist im Master Rank. Ich weiß gar nicht, ob die ersten Jagden... Doch, die ersten Jagden gewesen, wie man auch schon so... Ich erinnere mich noch, dass ich da auch sehr darüber erstaunt habe, was er auf einmal für eine Show abzieht. Dass er nur noch von links nach rechts durch die Arena zischt quasi. Okay, er reitet ihn, oder? Ne, er reitet ihn nicht. Ich hatte gerade eben kurzfristig den Eindruck, dass er aufgestiegen ist. So, Magna Malo. Würdest du mitkommen? Hierhin so ungefähr. Dafür müsste aber Vogen, glaube ich, auch mitkommen. Ah, Vogen ist auch hier. Er ist jetzt gerade hingebeamt worden. Komm her, Kätzchen. Ja, da hinten schleichst du rum, ne? Ist klar. Wenn keiner in der Nähe ist. Okay, ist auch nicht schlecht, ja? Eigentlich wollte ich ihn mal irgendwann vor die Wand ziehen. Da müssen wir es nochmal ein andermal machen, weil jetzt sind wir nicht mehr rot. Was jetzt auch nicht verkehrt ist, weil wir jetzt ja schon in die Phase quasi gerade wieder geschenkt bekommen haben. Darüber will ich mich natürlich auch nicht beschweren. Wie mega agil er einfach für so ein fettes Viech ist, ne? Unfassbar. Aber ich wollte gerade sagen, irgendwo war ja noch ein dritter Seilkäfer. Den würde ich auch mitnehmen, wenn er es zulässt. So, dritter Seilkäfer am Start. Kann man ihn hier rechts vor die Wand auch ziehen? Müsste eigentlich auch gehen, oder? Was war das jetzt? Ist er jetzt nochmal richtig wütend geworden? Ist er noch nicht wütend genug quasi? Würdest du mich hier vielleicht mal aus der Enge rauslassen? Ich weiß nicht, wo ich hier hin soll. Es ist überall was im Weg. Links die Wand im Weg. Rechts dieser komische Stein im Weg, der da rumläuft. So, einfach mal irgendwo draufgehauen. Hat ihn ja mal ganz gut erwischt. Von daher alles gut. Ich hatte schon den Eindruck, oh, hoffentlich erwischt mich der zweite Snipe nicht. Und oh, warum habe ich keinen Heiltrank ausgewählt? Ich wollte mich eigentlich heilen, ging aber nicht, weil ich keinen Heiltrank ausgewählt hatte. Naja, erster Tod beim ersten Magna Malo. Nice, das wird jetzt die weitere Jagd ganz unaufgeregt machen. Ja doch, ich gehe trotzdem hier hin. So. The smell and feel of the hunting ground. Time for some sharpening. Dann müssen wir jetzt gleich mal hier irgendwo runter, oder? Irgendwo hier muss er sich rumtreiben. Hier liegt er und putzt sich. Geil. Ja, ich hole ihm aus seinem Geputze raus und er schafft es trotzdem schneller zu brüllen, als ich angreifen kann. Ist schon manchmal unglaublich, ne? Ach so, oh. Ich hatte den Eindruck, er brüllt nochmal. Oh, er liegt. Warum auch immer er schon wieder liegt und ich nicht drankomme.
Oh Gott, wir haben ja gar nichts. Ey, weder Elan-Level noch Elan-Energie, um irgendwie mal was rauszuhauen. So. Ja, ich weiß. Du musst schon wieder... Ey, warum erwischt er mich neuerdings immer damit? Aber ich habe hier gerade noch irgendwo einen Seilkäfer gesehen. Auch den holen wir uns selbstverständlich. Wow, das war knapp gewesen. Oh nice, er hat da gerade einen defensiven Move probiert. Der Vogel. Ich nutze den ja eher selten, weil er auch zwei Seilkäfer verbraucht. Und ich dann meine restlichen Moves nicht so oft einsetzen kann, die ich gerne einsetze. Eieiei, ey, machst du ein Radau? Es kommt noch ein zweiter. I love it. Mach dich auf clevere Unterstützung gefasst. Okay, ihn festzubinden ist also clevere Unterstützung. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Diesen Spruch. So, jetzt haben wir ihn mal trotzdem nächstes Mal ein bisschen zugesetzt hier. Ja. So, noch ein paar Mal erwischt hier. Zack, zack, zack. Ja, diesmal hat er uns immerhin nicht erwischt. Wir gehen mal hinter die Säule hier. Einmal Deckung suchen. Ach, guck mal, hier sind auch Explosionsteile an der Wand. Junge, hör doch mal auf, hier rumzuzischen in einer Tour, ey. Gibt's doch gar nicht. Hat sie ihn abgelegt? Oh nice, hat ihn schon wieder abgelegt. Und nochmal ein Schlag ins Gesicht und so. Und es hat ihm, glaube ich, was gebrochen im Gesicht. Aber das wird ihn nicht entspannen, denke ich, ne? Also... Wow. So, das hier hätte ich gern nochmal. Ja, er macht wieder den Ich bäume mich zweimal auf Move. So, er wäre blau. Magna Mono fangbar? Ja, nein, vielleicht. Nein, nicht so richtig. Ah, doch. Oh. Ich dachte, er hätte die aufgefressen, die Falle. War aber offensichtlich nicht der Fall gewesen. Magna Mano ist fangbar. Okay. Ich war mir nicht mehr so sicher. Gut, wenn er fangbar ist... nee, nicht Objektbeutel. Dann bauen wir auch lieber noch eine Falle nach. Zack. Und dann schauen wir uns mal an, wo der nächste abgeblieben ist. So. Einmal ohnmächtig geworden. Oh ne, eine erste Hilfe nur noch. Dann hoffen wir mal, dass uns das hier beim zweiten nicht mehr passiert. Der ja auch schon mal irgendwie mal auf dem Boden lag, weil wir ihn mal aus Versehen umgehauen haben. Jo, das war schon mal ein ganz netter Einstieg gewesen. Ja, der doppelte Aufbäumer kennen wir auch schon zu Genüge. Dann bin ich mal gespannt, wann er sich mal ablegt oder sowas. War das schon wieder der doppelte Aufbäumer? Und da legt er sich auch zum ersten Mal ab. Sehr schön. Dann hoffen wir, dass wir es richtig nutzen können. Ja, das war ganz passabel, denke ich. Oh, da kommt auch noch Ragnar Kadaki. Sehr nice. Jetzt müssen wir nur einmal umsteigen. Ich hoffe, es klingt uns besser als beim ersten Mal. Ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. So, Waffe gerade... Ah, nee, Waffe gerade weiß. Shit, ich habe nur... Ah, da hätte ich sie wenigstens nochmal nutzen können, um sie auf Gelb zu bringen vorher.
Was sagt er? Zeige dem Monster, wer der Boss ist. Oh. Zack. Reitbar. Dann gucken wir mal, ob wir nochmal ein, zwei Angriffe draufkriegen. Naja, gehen wir uns mit dem einen zufrieden. Und hauen das Feuer vom Pyro-Ragnar-Kadaki. Ne, Pyro-Kadaki heißt sie nur raus. Wird den Magna Malo auch bestimmt zutiefst beeindrucken, Feuer, weil er ja selber auch gar kein Feuer fliegt, wobei er mehr Explosion ist als Feuer. Wie auch immer. Er brennt natürlich, aber es kommt mir ein bisschen widersinnig vor, dass so feueraffine Viecher auch brennen können. Aua! It's coming for me. Oh, dann hoffe ich mal, dass ich hier noch einigermaßen wegkomme irgendwie. Okay, er hat mich nicht erwischt. No, no. Ja. Ah, da den. Boah, wie tief bin ich da runtergeflogen. Das ist so geil, ne? Wie er einen hochwirbelt, um einen genau quasi in die Explosion reinfallen zu lassen. Ja, wenn man keinen Seilkäfer hat, kommt man halt auch nicht raus. Oh. Er ist weg. Ah, das hat uns, glaube ich, so gerade eben nochmal von so einer Kugel bewahrt, dass wir da vorbeigezischt sind. Wow. Okay, ich dachte eigentlich, er bleibt mal irgendwann kurz stehen. Aber wollte er offensichtlich nicht. So, musste mich mal einmal wegrollen, weil wir noch die Explosions-Debuff drauf hatten. Den man hier ja auch mit Rollen wegkriegt. Oh nein! Ich wollte gerade sagen, wo ist er? Irgendwie hat er sich über uns weggezischt, Gott sei Dank. Achso, er will. Er will die Arena verlassen. Na gut, können wir uns mal eins von unseren Steaks. Aber die Heilung, die hier liegt, die nehmen wir noch mit. Dann sollten wir auch wieder voll sein. Ja, sehr schön. Die ganzen Shiny Drops hier, die würde ich auch noch ganz gerne einsammeln. Magna Scherbe, Ragnar Kadaki Zeugs, Wyvern-Tränen haben anscheinend beide ein Tränchen verdrückt. Haben sogar anscheinend beide mit zwei Tränchen verdrückt. Oder einer vier. Wer weiß es schon so genau. Ist mir auch egal. Hauptsache, sie haben Tränen verdrückt. Ja, es war klar, dass du brüllen wolltest, deswegen habe ich mir meinen Seilkäfer auch aufbewahrt. Zack, zack. Nein, nicht hier runter, bitte. Nochmal die Seite gerade wechseln, aber der Dango-Verteidiger hat mich mal wieder vor größerem Schaden gerettet. Also den Dango-Verteidiger finde ich echt krass, ne? Er hat schon eine gute Aktivierungsfrequenz, finde ich, und er schluckt wirklich mega viel Schaden. Oh, das, warum bin ich auf der Kräutermedizin? Na gut, dann können wir uns jetzt mal hier die letzte Erste Hilfe plus. So. Ey, wie kann er einen erwischen, wenn man so nah dran ist, ey? Man hat doch so einen engen Laufradius dann. Aber er schafft es trotzdem mit dieser Laufgeschwindigkeit oder dieser. Wie nennt man die Radiusgeschwindigkeit? Oder Kreisgeschwindigkeit? Weiß nicht, gibt es irgendeinen Namen für. Er schafft es trotzdem damit mitzuhalten, ja? Unfassbar. Das ist so geil, wie er sich hier von links nach rechts zischt, aber die Arena kaum breit genug ist dafür. Warum sehe ich nicht, was er hier vorhat? So. Ja, fantastisch. Die letzten Kampfminuten. Oh ne, hier wollte ich gar nicht runter. Oh, er hat Vogel gecasht. Schauen wir mal, ob wir ihn kurzfristig aufgehoben kriegen. Ich fürchte fast nicht. Ja, zu Kosten unseres Lebens haben wir ihn aufgehoben gekriegt.
Was machst du, Magna Malo? Ernsthaft? Zack, zack. Boah. Wie er mich noch mit einem Schwanzfeger erwischt hat. Aber gut, hier unten können wir uns am wenigsten einmal in Ruhe heilen. Boah, wie schnell kommt er hier runtergezischt? Ich war ja keine zwei Sekunden hier unten. Da war er schon da, ey. Unfassbar, dieses Viech. Unfassbar. So, wie wär's nochmal mit Umfallen? It's trapped? Ja, dann nutzen wir das mal. Oh nein, ey, ernsthaft. Jetzt hat uns die Magna Malo-Explosion. Das ist auch schon wieder eine geile Verkettung unglücklicher Umstände. Jetzt gehen wir drauf. Ich sag noch, es war eine geile Verkettung. Nein, es war die maximale Verkettung der unglücklichen Umstände. Okay, jetzt dürfen wir nicht mehr sterben. Das ist kacke. Was haben wir hier noch? Schlafkröte. Oh Mann, ey. Wir werden uns unserem Angriff geholt, weil wir den Magna Malo Debuff drauf haben. Der dann genau in dem Moment explodiert, wo wir anfangen uns aufzuladen. Ich weiß gar nicht, was danach passiert ist. Danach kam die Mega, hat er uns hochgesteuert in die Mega-Explosion. Wir hatten keinen Seilkäfer frei. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. War auf jeden Fall noch irgendeine zweite Attacke. Ja, und die dritte war dann sein Snipe gewesen. Aber wenigstens leuchtet er blau. Das heißt, ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen werden. Obwohl so eine Verkettung unglücklicher Umstände kann natürlich auch beliebig oft erfolgen, ne? Auch in beliebig kurzer Zeit. So. Ist er unten? Scheiße, er ist unten, ne? Dann gehen wir mal hier rein. So, und jetzt... Ach, wo bin ich? Was rede ich? Können wir ihn einfach fangen? Und hier ist eine Schlafhöhle anscheinend. Okay, war mir gar nicht so bewusst, dass er hier einfach so mitten in so einem Durchgang schläft. Ja, dann gute Nacht, mein Freund. Und trotz Tod easy peasy abgeschlossen, die Quest. Ja, witzig. Zwei Magna Malos gefangen, zweimal gestorben dabei. Zweimal echt. Einfach nur so unglücklich mal wieder, weil ich einfach nicht aus seinen ganzen Mega-Attacken, wo man so halb kontrolliert ist, oder halb kontrolliert wird, weil ich da nicht rausgekommen bin, ey, unfassbar. Naja, aber so ist das in solchen Jagden. Das macht da natürlich auch so ein bisschen die Dynamik von Monster Hunter aus, ne? Oh, nehmen wir alles mit. Und da würde ich sagen, machen wir die letzte Koop-Quest jetzt auch noch. Optionale Nebenquest. Erfüllt. Optionale Nebenquest neu ausgewählt. Anhänger-Koop-Quest. Unendliche Wut. Mal gucken, wer uns gegen den zornigen Rajang bereitet. Auch da bin ich froh, dass ich jetzt nicht alleine unter dem zornigen Rajang leiden muss. Aber wenn er alleine ist, hat er auch entsprechend viel Leben. Oh, nee. So rum. Nicht, dass mir das Sorgen machen würde. Zorniger Rajang. Ist ganz, ganz harmlos, das Viech. Jo, unendliche Wut. In den Lavahöhlen wurde eine Rajang-Variante gesichtet. So eine extrem aggressive Bestie können wir nicht einfach dort lassen. Deine Befehle sind klar, also kläre die Lage. Gallius. Okay, Gallius beleitet uns anscheinend. Mit seinem Großschwert, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Großschwerter sind leicht zu erkennen. Die fetten Waffen. Wobei Langschwerter genauso, weil sie einfach so lang sind, ne? So, da wir keinen Doppel-Buff haben und wir hier vielleicht nicht mehr vorbeikommen, nehme ich dieses grüne Vögelchen auf jeden Fall auch schon mal mit. Wir könnten auch hier raufklettern. Ich wollte gerade sagen, hier war doch auch noch irgendwo eine Wiese gewesen und dann können wir vielleicht auch noch das eine oder andere Vögelchen hier oben drauf mitnehmen. Weil auch gegen einen Rajang möchte ich zumindest Leben und Ausdauer gemaxt haben. Defense ist natürlich auch nett und Angriff, aber die anderen Stats sind mir deutlich wichtiger.
So, wieder hier raufgekommen. Dann können wir jetzt hier unsere normale Runde fortsetzen, wenn ich das richtig sehe. Weil, genau, jetzt sind wir genau hier, wo wir sonst unsere Runde anfangen. Genau, dich hätte ich auch noch gerne. Auch schon mal die Drogen reinziehen. Stay vigilant. Ja, guck mal. Eine Puppen-Marinettenspinne. Mal gucken, ob wir die platziert kriegen. Das wäre irgendwie nett. Obwohl Doppelreiten geht ja meistens auch nicht, weil der Cooldown zu kurz ist. Vielleicht können wir es direkt am Anfang mal nutzen und mal gucken, ob wir ihn durch unsere Prügelei nochmal irgendwann reitbar machen. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Knallkröte auch noch. Aber wir sind lebenstechnisch weit weg von voll. Ja, dann würde ich doch nochmal ein, zwei Vögel hier sammeln gehen, die man hier auf der Karte sieht. Die müssen ja auch irgendwo hier rumfliegen. Da ist einer. Rajang bewegt sich gerade auch. So, hier muss auch noch einer rumfliegen. Da ist er auch. Ja, jetzt sind wir eigentlich fast voll. Dann holen wir uns den dritten hier auch noch. Und dann würden wir uns Richtung Rajang begeben. Jo. Rajang, dann schauen wir mal, was das bringt, ne? Mit dir und mir. Oder uns. Gallius ist ja auch noch dabei. Time for some sharpening. So, geschärft haben wir auch unsere Waffen und natürlich unseren Verstand. Und dann würde ich sagen, kann es hier losgehen. Da hinten schleicht er rum, der Kollege. Mann, ey, wie schnell die immer brüllen, ne? Unglaublich. So, ich glaube, er ist auch in seiner goldwütenden Form. So, gelbe Waffe hätten wir. Wenn meine Waffe rot ist, dann würde ich die Lockröte da hinten auslösen und da versuchen, die Marionettenspinne hinzulegen. Wenn er da so ein bisschen beschäftigt ist, vielleicht haben wir ja Glück. Und er steht da lang genug rum, dass er dann reingeht. So, da haben wir es rot. Dann probieren wir es. Mit dieser Strategie, würde ich sagen. So, vielleicht... Ja, kommt er jetzt ja mal dahin. Ich glaube... Die hat ihn nicht interessiert. Dann probieren wir es jetzt auch nochmal hier mit. Bumm. Wenigstens das hat ihn interessiert. Genau, now attack. Da kommt er ja schon an, der Gallius. War ja super früh gewesen. So, und schön ins Gesicht. So, jetzt ist er richtig enraged. Jetzt die volle Aggro-Tour. Oh, noch einmal ins Gesicht für 170. Wow. Ja, man muss nur gucken, dass man hinter ihm bleibt. Dann läuft das schon. Wer ist not forgiving und keine Ahnung was? Zack. Ja, wenn man vor ihm ist, dann passieren genau solche Dinge. Komm, lass mich los. Ich würde mich gerne mal hier wegbeamen, danke. Da wäre noch ihr dritter Seilkäfer. Boah, der schießt genau durch, weil ich gerade dahin renne. So, da haben wir unseren dritten Seilkäfer. Oh wow, diesen Schwinger habe ich nicht kommen sehen, aber er hat Gott sei Dank auch nicht so viel Schaden gemacht. Oh, sehr gut, er rennt weg.
Wo geht's weiter? Ah ne, er geht doch rein. Okay. Dann schauen wir mal, in welcher Höhle er sich hier befindet und wie wir da am besten hinkommen. Eigentlich sind wir da, ne? Da ist er auch schon. Ist eigentlich noch irgendein anderes Monster hier auf der Map? Ne, wahrscheinlich ganz bewusst, ja. Damit man ihn nicht irgendwie durch Reitschaden und sonst was noch irgendwie klein kriegen kann. Aber wir nehmen natürlich auch den Schaden, wenn er sich freiwillig durch unsere Attacken ablegt. So, da ist schon irgendwas gebrochen. Ein Horn oder was? Ich weiß es nicht. Ich vermute es fast. Wobei es gerade echt ganz gut läuft, finde ich. Also das hatten wir schon schlimmer. Oh Gott. Ja, natürlich nicht, wenn man über so eine komische Kante läuft und da irgendwie hängen bleibt. Also ich finde tatsächlich, wenn man guckt, dass man konsequent hinter ihm bleibt, dann geht das alles ganz gut. Oh oh. Naja. Ach, er ist reitbar. Wo ist hier die nächste Höhle mit Gedöns? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oh, hier wollte ich auch nicht rauf. Ja, komm, wir machen es jetzt einfach hier. Zack. Vogel ist in der Nähe. Zack. Dann kannst du dich jetzt auch in Ruhe hier positionieren. Ach so, natürlich hat er sich direkt losgerissen. Und dann macht er natürlich auch noch ein Brüllen, das meine Attacke abbricht. Ey, manchmal ist er schon echt frech und dreist, finde ich, ne? Ohne Witz, dass er nach dem Reiten nicht liegen bleibt, ist schon mega ätzend. Er macht dann Jubeltanz. Danke für die Buffs, mein Freund. Ah. Oh, hast du uns nicht erwischt? Es läuft gerade echt in der Tat ganz fluffig, aber ich will es auch nicht beschreien. Meistens, wenn man solche Sachen ankündigt, läuft es danach ja umso beschissener. Oh Gott. Aber nach dieser Attacke hat er auf jeden Fall auch immer ein etwas größeres Angriffsfenster. Wenn ich irgendwas bereit hätte, hätte man hier noch viel mehr raushauen können. Aber ich glaube, so hat er sich's nicht vorgestellt. Oh, ey, ich stand mitten in ihm drin und hab's geschafft, mich an ihm vorbeizuzischen. Da fragt man sich auch manchmal, ne? Wie kann das sein? Und können wir mal aufhören, auf diesen Kanten hier zu kämpfen? Das ist ja mal mega nervig. So, der war wiederum sehr schön getroffen. Vorne und hinten. Aua. Naja, immerhin hat er mich vorher ausgenockt. Wow. So, Prio 1 heilen. Prio 2 den dritten Seilkäfer hier nehmen. Komm her, mein Freund. Ah, jetzt komme ich gerade nicht hinter ihn. So. Jetzt aber, zack, zack. Beim Weglaufen nochmal erwischt. Sehr schön. Frage ist nur, wo ist er hin? In die Richtung. Er ist doch wieder raus. Und die Frage ist wie immer, wie kommen wir da geschickt hinterher? Hier drüber? Hier drüber ist völlig falsche Richtung, aber egal, sind wir erstmal draußen. So, grob in die Richtung hier müsste es gehen. Achso, hier oben drauf ist er. Okay, okay, okay. Dann kann es hier weitergehen, mein Freund, weil hier kriegen wir dein zweites Horn ja auch noch. Was hältst du davon? Ich weiß, wirst du nicht so geil finden. Aber ich find's witzig. So, noch zweimal erwischt.
Und noch zweimal erwischt in dem Moment, wo er wütend wird. Ich finde, das hätte ihn auch nochmal ruhig rausreißen können, ja. Wenn man ihn so krass erwischt in dem Moment, wo er wütend wird. Ach, guck mal. Noch mehr Seilkäfer für uns. Nett, weil unser einer eh gerade ausläuft. Ja, ich merke das. Ja, Pfanne bleibt da drin, ja. Aber wenn man ihn fesselt, dann nicht. Dann haut er immer sofort alle Seile kaputt, die ihm gehen. Wen hast du denn? Achso, er hat so einen kleinen Vogel da beschossen, glaube ich. Das ist so geil, wenn sie sich von so kleinen Viechern ablenken lassen. Das können sie ruhig weiter machen. Komm, geh auf die Vögel, nicht auf mich. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst, mein Freund. Die Vögel sind viel gefährlicher als ich. Okay, auch nach... Okay, da stand ich jetzt ein bisschen ungünstig. Was wollte ich sagen? Sowohl, wenn er den fetten Felsbrocken da schmeißt, ne, hat man ein gutes Angriffsfenster. Und auch, wenn nachdem er sich so durch die Arena gezischt hat zweimal. Da steht er echt immer so ein bisschen rum und verschnauft danach. Ja, okay. Also, er sich so schnell umdreht und da wieder zur nächsten Attacke bereit ist. Damit hatte ich jetzt nicht so gerechnet. Nein, abgeprallt und dadurch die Ausweich an... Boah, fuck. Es ist Zeit, mal auf den Gallius zu gehen, lieber Rajang. Lass mich doch einmal in Ruhe. Gallius ist auch noch da. Nicht immer auf mich, mein Freund. Naja, okay. Ja, jetzt zischt er hier wieder zweimal rum. Und vielleicht kriegen wir ihn wenigstens noch ins Gesicht gehauen. Oh ja, sehr schön sogar insgesamt. Schmeißt er schon wieder einen Felsen oder was macht er? Boah, ich war mir nicht so ganz sicher, was er gemacht hat. Safety first. Erstmal nicht blind reingehen. Ich weiß, es ist gar nicht meine Art, Safety first. Ich bin ja sonst immer eher der, ich gehe einfach in alles rein, egal was er macht. So, einmal nachschärfen. Ja, schade. Jetzt, wo unser Kätzchen da gerade wieder auf dem Speer sitzt, dann haut er ab. Nichtsdestotrotz. Also für, achso, wir haben gerade erst geschärft. Naja, egal. Ich finde, für einen wilden Rajang läuft das fantastisch. Ehrlich. Da bin ich ja schon fast selbst ein bisschen positiv überrascht, wie fantastisch das hier läuft. So, hallo. Gebrochene Teile, fand er nicht so geil. Zweites Horn ab, oder was war es gewesen? Ja, zweites Horn ab, sehr schön. Beide Horner vom wilden Rajang ab, das muss man auch erstmal hinkriegen. Vor allem, wenn man es gar nicht verfolgt, weil sein Kopf ist ja auch immer super gefährlich eigentlich. Komm, ey. So, unser dritter Seilkäfer ist weg. Dann würde ich sagen, holen wir uns den da hinten nochmal. Und ich hoffe mal, der Rajang ist... Ich sehe ihn immer wieder kurz hinter mir. Ich hoffe, der lässt uns so lange in Ruhe, wollte ich gerade sagen. Nein. Hat er nicht so wirklich vor. Ach, komm schon. Naja, wenigstens noch einmal an seiner harten Hand erwischt. Weißt du, andere Monster haben einen harten Schwanz. Aber er hat eine harte Hand. Ja, kann man machen, wie man will, ne? Wobei ich mich auch frage, warum die hart wird, wenn sie rot glüht. Normalerweise werden die Teile dann eher weich, wenn sie glühen. Ach, guck mal. Komm, zack. Jawoll. Braves Kätzchen. Naja. Wenigstens den dritten Schlag noch irgendwie passiert bekommen. Ich stand ein bisschen ungünstig. Und hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich ihn gar nicht richtig erwische. Was macht er hier gerade? Weiß man? So, und ich finde langsam, er hat ordentlich kassiert. Ich finde langsam könnte er auch mal anfangen blau zu leuchten. Und dann können wir ihn irgendwann mal versuchen zu fangen.
Beziehungsweise wenn er komplett leuchtet, macht es auch keinen Sinn, eine Energie, Donnerfalle, Blitzfalle auszulegen. Oh, da hinten liegt eine Giftfalle. Aber ich würde vorher nochmal probieren, meine Waffe rot zu kriegen. Aber er will es nicht. Ja, hier hast du dich schön, hast du uns schön platziert. So, jetzt haben wir die Waffe rot. Wow. Dann würde ich jetzt mal hier gucken, dass wir Richtung Giftfalle kommen. Ach, er ist auch blau. Wenn er jetzt da reinläuft, können wir ihn fangen. Jawohl, danke. Ernsthaft. Hat mich nochmal weggeboxt, als er in der Falle drin liegt. Ist es die Möglichkeit. Aber wir haben ihn trotzdem gefangen. Ja, nice. Es war... bin nach wie vor begeistert, wie entspannt das war für so eine wütende Rajang-Jagd oder zorniger Rajang, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Das habe ich mir deutlich schlimmer vorgestellt. Ich meine, gut, wir waren in Begleitung, das hat jetzt aber nach meinem Empfinden nicht so viel ausgemacht. Doch, vielleicht schon, ne, weil er öfters mal... oder ab und zu mal sich auch ein bisschen auf den Galeos fixiert hat, wobei er auch schon viel auf uns war. Ich habe eher das Gefühl, weil wir uns so konsequent hinter ihm gehalten haben, dass das ganz gut gewesen ist. So, jetzt können wir nochmal gucken, ob es noch weitere normale Anhänger-Kooperationsquests gibt. Sonst können wir noch die Expeditionen machen, die nächsten Male. Achso, es will natürlich auch jemand mit uns reden. Gallius, ich danke dir. Außergewöhnlich gut. Ich kann zwar noch viel von dir lernen, aber ich hoffe, dass dein Einfluss im Orden steigt. Du warst mal wieder eine große Hilfe. Bitte nimm das hier. Neue Rüstungsdetails verfügbar. So, am Markt kriegen wir noch ein Katzenticket. Jo. Und dann werfen wir jetzt nochmal zusammen einen Blick auf die Questtafel, was die Kooperationsquests so sagen. So. Ah, ist tatsächlich ein blauer Haken dran, zumindest für den Moment erstmal fertig. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Quests übrig, die wir zum Level nutzen können. Das, Freunde, machen wir aber beim nächsten Mal oder die nächsten Male. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.